Tada! Da sind sie wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Maskenmontag-Video mit uns, Uwe. Und Susi. Genau. Wir haben heute für euch eine reinigende Maske von Schebens. Die soll porenverfeinert sein, beugt Unreinheiten vor und reduziert Hautglanz. Ja, so sieht das gute Stück aus. Die klatschen wir uns jetzt ins Gesicht. Uwe, welche? Na unten. Ach ja, wo wieder die Frau drauf ist, wa? Ich will nicht immer die Stirn haben. Ich glaube... Ach, die kann man nicht benutzen. Die hat keine Perforierung. Doch, du hast eine Schere da. Die muss man in der Mitte durchschneiden. Hier. Kannst du das schon? Ja, das kann ich schon. Und dann ist gut. I hope Achtung. So. Susi arbeitet mit einer Schere. Achtung. Trommelwirbel. Patsch, patsch. So. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um ein paar Stunden. Na sag mal, wo ist denn hier? Oder? Das kann man hier kaum drauf erkennen. Pass mal auf, vielleicht ist das... Vielleicht ist das... Nee, sind zwei. So, jetzt schneidet der die oben ab. Hier ist er unten. Ja, I'm so sorry, das sieht man hier nicht drauf. Und dann noch schräg. Aber zu. So, ich habe oben, da kommt jetzt auch immer, Kira ist auch hier am Start, die liegt mir hier zu Füßen. Wo ist denn das? Hier ist ja nicht ein Schlitz drin. Da mache ich mir einen Schlitz ins Kleid. Wer kennt's noch? Wer kennt's noch? Der schreibt mir bitte in die Kommentare. Wer mir ein Schlitz im Kleid macht? Ja, woher kommt das? Du weißt das nicht? Nee, ich trage keine Kleider mit einem Schlitz. Da ja keine Kleider. Ja, aber du weißt nicht, wer das gesagt hat, Thomas? Nee. Ach Gott, ja, ja, gut, da hast du eine Kneipe wieder rum. Wahrscheinlich. Nee, ich habe auch noch andere Sachen zu tun gehabt. Aber immer. Ich werde das jetzt auch nicht verraten. Ich löse das auf und wenn wir hier ausgemacht haben, weil unsere Community Videofrage, wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid? Wer hat das Lied gesungen? Nee, ist kein Lied. Nee? Naja, wo? Pff, naja. Ja, doch. Also ein Hit war nicht. Ja, ich muss hier noch meinen Stöpsel rausmachen. Ich werde heute Kommentare vorlesen vom letzten Maskenmontag, weil da bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, die zu beantworten. Und es bietet sich ja jetzt direkt an, die mit vorzulesen. Aber erstmal. Das weiß ich, das ist halt, ja, was ich aufmachen muss. Ja, bei mir auch. Da. So, jetzt. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Nein, ja, mach du. Du brauchst einen Vorsprung. Ich muss ja erstmal. Ich muss erstmal meinen Pony beiseite klemmen. Fertig. So. Los geht das Gewitter. Also sie riecht ein bisschen... Was? Ganz so schlimm nicht, aber ist nicht so angenehm, wie ich es kenne. Das ist eine Mal, die nicht so gut riecht. Mhm. Aber Hauptsache hilft. Ja. Und was soll die machen? Faltendichte? Nee, Uwe, und da ist bei dir sowieso vormals verloren. Die Poren verfeinern. Soll sie. Und Unreinheiten vorbeugen. Ich dachte, Poren verhalten. Nee. Ich wollte ja nicht so viel darin schmieren. Doch. In der Falten. Ja, da sind auch Poren. Ja, aber nicht so viel. Durch die Falten sind sie verdrückt. Sind nie so viele. Der Uwe, ey. So, ich bin fast fertig. Wie weit bist du? Lange nicht. Ist ja auch egal, der Uwe. Ist halt nicht schneller. Nein, ich mach das alles viel gewissenhafter. Hm.
Naja. Ich habe mehr Poren wie du. Ja, bist ja auch älter, mein Schatz. Drum eben, also. Ich kenne jüdische Eile hier. So. Jetzt sehen wir schicki schicki. Achso, darf man ja wieder nicht sagen. Nee. Das ist politisch inkorrekt. Ja. Und gerade als Deutscher, da muss ich sowas nicht sagen. Komm mal da hin. So. Also, Herr. Ja, bitte, ne? Ja, also, Herr, bitte, ja. Brille auf. Augen zu. Ja, kann man so lassen. Sieht lustig aus. Die Augen zu. Hm? Oh. Hier ein bisschen fahren. Und die duckt. Echt, du musst kicken, dass dir das nicht irgendwie. Dass du nicht drauf reagierst oder so. Nee, geh da drüber weg. Nee, darfst du nicht. Erlaube ich dir nicht. Das kann sein durch Shit. Rasierwasser. Ach so, ja. Du solltest ja auch das Gesicht reinigen. Hab ich doch mit Rasierwasser. Ja, nicht wegbrennen. Reinigen. Also es sieht schon so ein bisschen aus. Ich wusste ja nicht, dass ich so eine Paste mir drauf machen muss. Doch. Hast du da ausgesucht? Ah ne, ich hab's ausgesucht. Oh. Ah, gut, ich nicht. So, meine Lieben, ich mach mir jetzt hier mein Handy startklar. Und dann geht das los, das Gewitter. Ja. Wer guckt auf die nicht vorhandene Uhr? Die kommt. Ecke. Oh, du hast eine oben, was ist da? Logisch. Cool. Ich bin immer auf dem neuesten Stand. So. 666 Vicky Puller, liebe Grüße an dieser Stelle an dich, liebe Vicky. Ja, zurück. Du hast geschrieben, hallo Susi und Uwe, ist das ein Wohnhaus, in dem eine Kneipe drin ist oder eine Partymeile, auf der nur ihr zwei Verrückten wohnt? Das ist ein Kneipenhaus. Das sollte man vielleicht mal überlegen, vielleicht ist das wirklich eine Partymeile und wir haben es nicht geschnallt, Uwe. Ja, wir schnallen manche nicht mehr. Das wäre gut. Sag doch bloß nicht so laut, sonst verwenden die das gegen uns, ey. Ja. Ja, ich denke mal ein Wohnhaus, oder? Ja, da gehst du richtig in der Annahme, es ist ein Wohnhaus. Dann gelten auch Wohnhausregeln und die Kneipe muss sich unterordnen. Ja, da sind die aber anderer Meinung, ne? Das ist ja, wenn wir haben halt ab und zu versucht, da mal ein Gespräch zu führen, ne? Dass das halt nicht gut ist. Haben versucht, denen das klar zu machen, dass das, wenn das sie betreffen würde, in dem, wo sie wohnen, dass sie das wahrscheinlich auch nicht so toll finden würden, wenn nachts um 12 draußen noch in einem Garten sitzt und Remi Demi macht. Aber es führt halt dazu, dass wir als Arschloch betitelt werden. Oder in dem Fall war es ja Uwe. Ja. Also, das ist kontraproduktiv gewesen, mit denen zu reden. Jetzt ist mir hier mein. Bringt nichts. Ja. Da unterhalte ich mal mit der Wand, die versteht das besser. Ja. Guck mal, jetzt ist. Mein Handy spinnt. Kauft ja bloß einen anderen Knochen. Hm. Würde ich ja gerne. Warum machst du das nicht? Weil du mit der Eile rumärgern willst. Nicht Kira? Ich mach mal. Kira ist schon wieder hier. Ich mach mal kurz einen Schnitt. Ich muss hier mit. Ach, nee, guck mal, Handy hat das gehört und jetzt macht das Handy wieder weiter. Das wollte gerade nicht mehr, ne? Da guckst du, wa? Wer fürchtet sich vom weißen Mann? So, ob sich einer gestört fühlt oder 20 ist egal. Ihr solltet versuchen, etwas gegen die Kneipe zu unternehmen, denn ihr zahlt Miete für eure Wohnung. Die Kneipe mindert die Wohnqualität und das ist nicht in Ordnung. Ich drücke euch fest die Daumen, dass da mal Ruhe einkehrt. Ist ja kein Zustand so. Da hast du absolut recht. Ja, wir unternehmen da auf jeden Fall was gegen und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Also wie gesagt, persönliche Gespräche bringen überhaupt nichts. Es geht jetzt nur noch über Hausverwaltung, Polizei und Anwalt. Anders kommen wir da überhaupt nicht vorwärts. Das ist, weiß ich nicht, also das unverschämt, was die sich da erlauben. Ne? Das Schlimme ist ja, wir haben ja keinen Hinterhalt von dem Mieter. Das ist so kein Hinterhalt? Kein Rückhalt. Doch, Hinterhalt haben wir. Ja, schon, Rückhalt, Uwe. Rückhalt, nicht Hinterhalt. Ja. Rückhalt. Ja, hier ist halt keine Zusammenhalt. Das ist keine Einheit. Nee, das überhaupt nicht. Vergessen. Ja, deswegen, mal gucken. Und mit der Miete, die wir zahlen, genau das ist das, warum mich das so stört, auch mit den Mülltonnen. Weil ich bezahle ja diese Mülltonnen in meinen Nebenkosten und somit bezahle ich auch das von der Kneipe.
im Prinzip der Müll entsorgt wird. Und das kann es nicht sein, dass ich das bezahlen muss. Also nee. Das geht überhaupt nicht. Ne? Das geht ja nicht umsonst, eine Gewerbemülltonne. Die haben sie ja auch noch. Die sie dann in unseren Tonnen umleeren, ja. Nee, also das geht nicht. Das Problem ist, man muss sie natürlich richtig auf frischer Tat ertappen. Ne? Und das war ja, haben sie eine Nacht- und Nebelaktion gemacht und das hat die Kamera überhaupt nicht geschafft aufzunehmen. Du hast nur Gestalten gesehen, aber kein, nicht wer es wirklich war. Nee. Das hat man halt nicht gesehen und da sind halt zu viele Bäume noch davor gewesen, dass man über die Kamera leider nicht gesehen hat. Sonst hätten wir natürlich einen ganz, ganz tollen Beweis gehabt. Ja. Aber so. So habe ich halt Fotos gemacht, das müsste eigentlich ja auch reichen, weil es ist ja eindeutig zu sehen, dass da Unmengen von Asche in der Tonne ist. Und logisch, die Bilder haben wir ja. Und das in der, genau. Gut, wollen wir ja nicht weiter drauf rumreiten, das nee. Ist alles in der Mache jetzt. So, dann schreibt sie weiter, ich habe letztes Jahr meine Ernährung radikal umgestellt auf vegan und dadurch unbewusst, ungewollt meinen Müll um mehr als die Hälfte reduziert. Ich kaufe zu 99% in Discountern, echt Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht. Und war auch gar nicht die Absicht, aber freut mich natürlich. Unser roter Netto, das ist ja unserer auch, hat keine eingeschweißten Gurken mehr. Wo hast du denn letztes Mal eingeschweißte Gurke geholt, Gurk? Kira, nein, jetzt nicht spielen. Das war mal von Netto. Das war mal von Netto in der Zeit. Aha. Die sind schon eine ganze Weile wieder raus. Ja, na Gott sei Dank, ja. Wir haben halt keine eingeschweißten Gurken mehr. Die liegen ganz nackig und unbeschriftet. Finde ich gut. Früher stand da Gurke drauf, nur muss ich selber denken. Und das im Discounter. Unfassbar. Ja. Stimmt. Ja, ganz liebe Grüße an euch zwei. PS, wenn man nicht auf den Videotitel achtet, denkt man, ihr schwitzt wie bekloppt. Ja, stimmt. Durch die Peel-Off-Maske. Ne? Ja. Ja, Vicky. Liebe, liebe Grüße an dich. Ja, du hast schon recht, aber vegan ist überhaupt nichts für mich. Überhaupt nicht. Nee, also ich könnte mir allenfalls Vegetarier noch vorstellen, aber so ganz auch auf tierische Produkte zu verzichten, würde mir sehr, sehr schwer fallen. Keine Ahnung. Na, vielleicht irgendwann mal, aber man soll ja nie, nie sagen, ne? Das stimmt. Genau. Ja. Vielen Dank für deinen Kommentar. Und dann gehen wir mal zum nächsten. Da kann ich aber außer Danke nicht viel sagen. Und zwar hat die liebe Vicky Taylor mir das Rezept zum bayerischen Kartoffelsalat geschickt. Vielen, vielen Dank. Finde ich große Klasse. Das wird auf jeden Fall ausprobiert. Kommt demnächst dran. Absolut. Vielleicht filmen wir das in einem Vlog mit. Da musst du ja auch diese bayerische Wurst holen, ne? Die Weißwurst. Die Weißwurst. 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 Lecker, lecker. Aber kriegt man die hier in Berlin? Kriegst du bestimmt. Ja, ja. Also der wird auf jeden Fall ausprobiert. Vielen, vielen Dank für das Rezept. Und Herzchen für dich, das ist ja klar. Und vielleicht zeigen wir dir denn der Ergebnis im Vlog. Die kriegst du aber nicht rot. Was? Den bayerischen Salat fertig? Nein, oder was? Die Wurst. Ach so, echt? Ja, die kriegst du. Okay. Gut, gehen wir mal weiter zum nächsten Kommentar. Und zwar hat Angelika Hoffmann geschrieben, liebste Grüße Angelika, ich benutze Masken nur selten und wenn, dann eine selbstgerührte Quark-Honig-Maske. Oh ja, die war so gut, ne? Die sollten wir auch mal wieder machen. Quark. Die Quark-Honig-Maske, das war echt super. Nehme ich eigentlich auch sehr, sehr gerne. Ich mache es leider viel zu selten. So, sofern meine Familie sie nicht vorher aufgefuttert hat, genau. Die Maske. Ja, weil sie so lecker schmeckt. Du hast sie auch fast vorher aufgefuttert. Und währenddessen hast du sie dir auch abgeschleckt. Ich hab Beherrschung. Genau. Ja, euer Ärger ist nachvollziehbar und verständlich. Vor allem die persönlichen Beleidigungen gehen gar nicht. Ja. Nee, finde ich auch. Ich wünsche euch, dass der Brief an die Hausverwaltung Wirkung zeigt und Ruhe einkehrt. Ich hoffe es, aber... Meine Erfahrung mit Hausverwaltung ist auch nicht so gut. Also wie gesagt, das ist ja, die Hausbesitzer geben sich hier ja die Klinke in die Hand. Ja, das ist ja in den 20 Jahren, in die ich jetzt hier wohne, ist das der vierte? Ja. Der vierte Hausbesitzer. Und eine Verwaltung ist schlimmer als die andere gewesen. Ja? Also die letzte zum Beispiel, die hat sich für gar nichts in der Verantwortung gefühlt. Ist, im Prinzip muss man hier einfach nur raus, ne? Die Kira hat Langeweile. Ah, sie versucht, das Teleskop umzukippen. Nein. Stativ. Wenn ihr wackelt, dann war es Kira. Nee, das ist nicht so toll. Kira war es. Kira war es.
Du hast recht, ich hoffe auch, dass das Wirkung zeigt und dass da endlich mal was vorwärts geht. Dann hat die liebe Martina die Beste geschrieben. Wir hatten mal einen Nachbarn, der hat im Friseurladen gearbeitet und mehrmals in der Woche den Friseurmüll des Ladens mitgebracht und entsorgt. Was? Also das ist ja wirklich unfassbar. Da kam einiges an Farbflaschen, geschnittenen Haaren und so weiter zusammen. Das war ekelhaft. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also was glauben die Leute eigentlich, wo sie leben? Ey, als wenn die alle alleine auf diesem Planeten sind. Ich finde es unfassbar und ekelhaft natürlich auch, ja. Ja, das ist, die wollen sparen, ne? Das sollen halt andere bezahlen. So, in einem weiteren Kommentar schreibst du noch, ich nehme keine Maske, bin schön genug. Ja, also mich macht die Maske jetzt auch nicht schöner, aber die Haut macht sie feuchter bei den vielen Masken, also Feuchtigkeitsmasken. Nee, sonst ist sie nicht schöner, das stimmt. Du, das ja. Du bist schön versteckt, das ist toll. Ich sag nur Hashtag Wellen am Arsch. Also. Mir nicht einfach in sowas zu sagen. So. Nein, ich weiß, dass du die Masken wegen deiner Haut nicht so richtig verträgst, aber Feuchtigkeitsmasken, ich habe auch so eine trockene Haut und ich habe auch diese rosa Zeher. Leicht zumindest. Und die Feuchtigkeitsmasken vertragen richtig, richtig gut. Willst du nicht doch mal Feuchtigkeitsmasken probieren? Die tun der Haut echt gut. Ja, jeder verschieden. Ne? Wobei Feuchtigkeitsmasken würde ich halt wirklich nur einmal eine Woche nehmen, damit die Haut sich da nicht ausruht. Ne? Das ist natürlich auch immer so die Gefahr. Aber ja, okay, ich weiß ja, dass du da Probleme hast. So, zu dem Lärm. Es geht überhaupt nicht. Ab 22 Uhr hat in einer Kneipe Ruhe zu sein. Ich würde dann die Polizei rufen. Zur Not. Ja, die kommt ja leider nicht. Ja. Das ist hier, was sagen sie denn immer? Ja, wir schicken Wagen vorbei. Ja, und dann fährt der hier wirklich vorbei, aber hält mir an. Wir wissen ja nicht, ob das nur wirklich der Wagen war, den wir gerufen haben, aber so war halt die Beobachtung und gekommen ist halt niemand. Ne? Das ist, also so ja, nebenan wurde hier eingebrochen, hat die Polizei gerufen, die sind auch nicht gekommen. Ich weiß nicht, was hier los ist und warum, wahrscheinlich wegen der Kneipe oder was, die hören die, den Straßennamen und denken, nee, da fahren wir nicht hin. Ja, nur Chaoten. Keine Ahnung, also wo ich hier hingezogen bin, ist wirklich, das war vor 20 Jahren nicht so schlimm, als ich hierher gezogen bin. Naja, gut. Die Polizei rufen. Zur Not immer wieder, was den Müll anbetrifft, ganz klar der Hausverwaltung melden. Absolut. Ich kann euch so gut verstehen. Wir ziehen zum 1.12. nach 14 Monaten auch wieder um. Alle Nachbarn rücksichtslos und laut. Ja. Wäsche hängt bis 14 Tage, Türen werden geknallt, in der Wohnung wird nur getrampelt und so weiter. Der Horror pur. Beleidigungen gehen gar nicht. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, ziehen wir um. Es bringt nichts, sich mit den Leuten rumzuärgern. Man wird auch immer sensibler und achtet auf Geräusche. Ja, genauso ist das auch. Stimmt. Absolut. Kann ich total nachvollziehen und es ist einfach belastend. Das belastet auch die Seele. Ne? Klar, das ist logisch. Und wie du schon sagst, man stört sich irgendwann wirklich an allem, ne? Weil das ja einfach so, da wo man sich früher überhaupt nicht dran gestört hätte, das ist jetzt auch nicht mehr. Das würden alle gehen, wenn die nicht übertreiben würden. Genau. Wenn man mit denen auch mal reden könnte. Aber du kriegst ja nur pampige Antworten. Ne? Nur pampige Antworten und dann siehst du ja so eine Nacht- und Nebel-Aktion, dann wird es natürlich abgestritten, obwohl man ja schon die Beweise hat, ne? Oder was mit diesem Auto, was da vor der Wohnung, nicht vor der Wohnungstür, vor der Haustür parkt, da wird dann gesagt, nö, wir dürfen das, das ist unser Gelände hier, das haben wir gepachtet und wir dürfen hier stehen. Nein, solange da kein abgesenkter Bordschein ist und kein P für ein privater Parkplatz steht, dürfen sie das meines Erachtens nicht. Nee, dürfen sie auch nicht. Ja, aber das Problem ist, wir hatten damals das Ordnungsamt kontaktiert deswegen und die waren sich da selbst auch nicht so ganz sicher und haben gesagt, wir können da nichts machen. Also man fühlt sich hier schon so ein bisschen allein gelassen mit allem. Ne? Und wie gesagt, von der Hausverwaltung war halt auch nichts zu erwarten. Jetzt ist es eine neue, mal gucken, wie die ist. Aber wie gesagt, ich bin da schon von vornherein langsam anti eingestellt und erwarte da schon ja nichts. Ne? So, kommen wir mal weiter zum nächsten. Und zwar die liebe Saskia HSV 1887 hat geschrieben, hallo ihr Lieben, warte, ich muss größer machen, ich mache normalerweise einmal in der Woche eine Maske, meistens eine Tuchmaske, weil ich die so angenehm finde, ich finde die auch sehr angenehm,
Eigentlich finde ich, sind das meine liebsten Masken, aber die sind immer fürs Video ein bisschen schlecht. Nicht, weil das fängt dann an zu flattern durch das Drehen und alle, das trocknet da ziemlich schnell aus. Aber so grundsätzlich finde ich Tuchmasken auch am allerbesten. Vor allen Dingen die koreanischen, die wir von der lieben Anna bekommen hatten. Also die sind sensationell. Oder was meinst du? Ja. So, weil ich die so angenehm finde, genau. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, eine Kneipe in meiner Wohnung zu haben. Also in meiner Wohnung ist die zum Glück ja nicht, aber im Haus. Das ist aber wie in der Wohnung. Ja. Vor allem, die machen ja unten, die haben ja auch eine Wohnungstür und die machen sie auf und lüften ihren Drecksi-Stank in unseren Hausfluren, dass das wirklich der ganze Qualm. Jetzt sind wir ja nicht Raucher auch noch, ja, das heißt, du riechst das ja doppelt so. Ich habe das Gefühl, es steht jemand in meiner Wohnung und raucht. So riecht das nach Qualm, weil die da die Tür lüften. Hm. Aber es ist erst neuerdings, hat sich das so entwickelt. Also das haben wir zum Beispiel auch fotografiert, dass die Tür offen ist. Das geht alles mit an die Hausverwaltung. Die werden ein bisschen was zu tun kriegen. So. Ja, und wenn du dann was sagst, ja, das ist so warm. Wir müssen Durchzug machen. Ich meine, dann macht der Ventilator an, dann mach aber die Türe zu. Kann nicht sein, dass der ganze Qualm alles durch das ganze Haus fliegt. Mir ist auch warm, genau. Und ich mache nicht meine Wohnungstür. Das sieht nämlich auch aus. Und ich kenne auch keinen, der seine Wohnungstür aufmacht, nur weil ihm warm ist. Da werden aber schöne Düfte da durch in ihn gelaufen. Ja, Saskia schrieb ja nicht in der Wohnung, ich habe falsch gelesen, an meiner Wohnung zu haben. Mich würde es wahrscheinlich auch irgendwann nerven, wenn es ständig Theater ist. Ja, absolut. Ich denke schon, dass es wirklich Absicht auch streckenweise ist, weil wir halt die Einzigen sind, die auch mal Gespräche gesucht haben und halt darum gebeten haben, dass man vielleicht den Lautstärkeregler etwas runterregelt. Oder das vielleicht ein bisschen weniger. Oder dass um 22 Uhr die Gäste reingeholt werden. Oder dass die Tür zugemacht oder sonst irgendwas. Ne? Also wir sind die Einzigen gewesen, die sich beschwert haben. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das halt schon Absicht ist. Deshalb. Es hätte keiner was dagegen, wenn sie da unten sitzen und sind leise. Mhm. Aber nee, dann fangen sie an zu grillen, weil sie dann 2,8er Atom drin haben. Mhm. Dann fangen sie an zu brüllen. Und das ist scheiße, das kann ich erinnern. Genau. So, und wie sich die Besitzer benehmen, geht absolut nicht. Kindisches Verhalten. Ihr könnt ja ein Schloss an eure Mülltonne machen. Denn das, wenn das möglich ist. Nee, das ist nicht möglich, weil das ja hier mehr Familien aus. Das sind 21 Wohneinheiten hier. Und da kannst du schlechte Schlüsse machen. Ja. Aber gut, dass ihr es der Verwaltung ja habt. Habt ihr mal überlegt, umzuziehen? Ja. Ja. Absolut. Sie schreibt jetzt noch weiter, ich bin jetzt an der Stelle angekommen, dass sie überlegt, umzuziehen. Genau. Ja. Da kann ich absolut nachempfinden. Susi würde ich auch drüber nachdenken. Ja, es ist halt schwierig, ne? Aber hier was Bezahlbares wieder zu finden. In der Größe fand ich lieber haben, die Wohnung. Ja, ich würde schon auch 10 Quadratmeter Abstrich machen. So, dachte mir. Sowieso. Aber du kriegst das halt nicht in der, in der Miethöhe, die in unserem Budget ist. Ne? Das ist halt, die Mieten, das ist unbezahlbar geworden. Das ist hier in Berlin. Also nur klar, ihr könnt jetzt natürlich irgendwo nach Hellersdorf oder noch sonst wo hinziehen, wo ich auf gar keinen Fall hin möchte, wo die Mieten vielleicht noch etwas niedriger sind. Da krieg ich vielleicht für mein Budget, eine 35 oder 40 Quadratmeter Wohnung zu zweit, das ist mir aber zu klein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das will ich nicht und schon ja nicht für das Geld. Ja, dann werden wir noch ein bisschen suchen müssen. Ja. So. Oh. Sandra Sunshine, liebe Grüße, liebe Sandra, schreibt Hashtag Lieblings-YouTuber. Oh. Total süß, vielen, vielen Dank für dieses Feedback, das geht runter wie Öl. Fusselst du, hätte von mir sein können. Ja, das ist eigentlich ist das ein Witz gewesen, den ich überhaupt nicht mehr zusammenkriege. Das geht da um irgendeinen Bär, der ganz nötig im Wald auf Toilette muss und den Igel fragt, ob er fusselt und der Igel sagt irgendwie, nee, er ist stachelig und naja, tralala, noch das, er fragt halt einige Tiere und dann fragt er halt ein weißes Häschen, ob das fusselt und das sagt nein. Und man kann sich denken, was der Bär denn macht, weil er ja so nötig auf Toilette muss. Dann kriegt aber den Witz überhaupt nicht zusammen und wenn ich den jetzt so erzähle, was ich gerade gemacht habe, ist das ja auch nicht lustig. Aber daher kommt dieses Fusselst du. Oh Gott.
Müsste man direkt mal googeln nach diesem Witz. Irgendwie so ähnlich war der. So, hätte von ihr sein können. Zu eurer Frage, ich kann euch gut verstehen. Mich würde das Verhalten auch aufbringen. Natürlich verursacht eine Kneipe eine gewisse Lautstärke, aber es gibt Grenzen. Ganz deiner Meinung. Als wir hier eingezogen sind, ist ja die Kneipe nicht erst nachträglich eingebaut worden, sondern wir haben es ja gesehen, dass hier eine ist und sind eingezogen, ja. Und das war alles erträglich, bis jetzt diese Wirte drin sind. Die hat sich ja hier auch die Klinke gerade. Das ist der dritte Wirt jetzt und... Ja, oder vierte, ich wüsste gar nicht. Nee, war nur eins, zwei, drei. Das ist der dritte Wirt. Ja. Nee, vier. Doch, vier. Vier, ne? Vier. Ja. Und die vier. Rasten total aus hier, also rücksichtslos ohne das Ende. Nicht mehr. Das, uns ist das schon klar, dass natürlich halt auch eine Kneipenlautstärke ist. Und das finde ich jetzt so Kneipenmusik an sich auch nicht abschreckend. Da kannst du, wenn du im Bett liegst, auch ein bisschen mitwippen, schlagen oder was halt in der Kneipe immer ist. Ne? Finde ich jetzt nicht so grottig, aber so laut muss das jetzt auch nicht sein, dass du da Karaoke und du das Gefühl hast, du bist auf dem Festivalgelände. Und was ist das Lieblingslied zum Feiern? Ja, nur nach Hause. Nur nach Hause. So eine Scheiße. Ja. Ja, das kannst du ja ständig anhören. Und wenn der P langsam kommt, dann kommt die kleine Kneipe. Sorry, ja. Aber dann wissen wir dann... Ja. Wird's richtig, denn so, und ein respektvoller Umgang sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist aber leider in der heutigen Zeit gar nicht mehr gang und gäbe. Also ich glaube, das Wort Respekt kennen die wenigsten nur noch. Ja. Also da brauchen wir gar nicht, da kommen wir direkt ja das auf alle Münzen. Ich finde das einfach schlimm, wenn du irgendwo in irgendeinen Bus oder irgendwas einsteigst und da kommt eine hochschwangere Frau, die wird dann durch die Gegend geschubst von irgendwelchen Menschen, die jetzt irgendeinen Sitzplatz wollen. Wo, also über sowas kann ich mich auch mega aufregen. Ja. Ja. Das muss alles nicht sein. Also Respekt, weiß ich nicht. Ich glaube, respektvoller Umgang sollten wir unbedingt nochmal lernen und als Schulfach nochmal mit in die Schule reinnehmen. So, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, das sehe ich auch so. Sowas macht mich auch wütend, ja, mich auch. Drücke euch die Daumen, dass es sich klärt und ihr nicht umziehen müsst. Und zu eurer Videofrage, ich mache meist so 2 Masken in der Woche. Alles Gute für euch und weiterhin gute Besserung für Uwe. Stay strong. Danke. Lieben, lieben Dank für deinen Kommentar. So, ich muss jetzt leider hier stoppen. Und hier sind noch so viele schöne Fragen. Uwe, wann hast du den Termin? In einer Stunde. Ja, nee, dann müssen wir langsam aufhören, ihr Lieben. Weil der Uwe muss nämlich heute noch Faxen machen. Ja. Er muss noch zur Krankengymnastik. Ich muss noch auf der Folterbank. Aber guck mal, von Alexandra Eberlein, das ist auch süß. Hallo Susi und Uwe, ich sehe euch so gerne. Ihr macht richtig gute Laune, macht weiter so. Und Kira ist so eine süße Maus. Ja, ist ja auch die kleine Schnecke. Die wird jetzt richtig frech. Ja. Naja. Den Rest hier, den werde ich jetzt so schriftlich beantworten, wenn der Uwe unterwegs ist. Ihr Lieben, die Maske ist auch gut angetrocknet hier. Eingezogen. Jetzt langsam fängt es auch an zu kribbeln. Das muss ab. Und ich würde sagen, wir waschen uns die ab, oder? Ja, ich wasche mir die ab. Ja, ich wasche mir die auch ab. Kurzer Cut, meine Lieben. Und wir sehen uns gleich frisch frisiert wieder. Wir sind wieder da. Tada! Da. Also, man merkt es, die ist richtig schön. Glatte Haut wieder. Es merkt richtig, dass es rein wird. Also, es ist schöne Haut. Schön. Also, ich würde ihn weiter empfehlen und ich würde ihn immer wieder nehmen. Du bist ja ein schöner Mensch, ich beinahe gesagt. Achso, ich bin ja beinahe. Normalerweise brauche ich so weit, ja. Ich bin von Hause aus. Also, ich habe da gerade einen anderen Eindruck. Bei mir, ich habe ja trockene Haut. Du hast eigentlich auch trockene Haut. Ja, aber. Bei mir spannt es. Nö. Und wenn ich jetzt in meinen 10-fach Vergrößerungsspiegel gucke, kann ich jetzt nicht behaupten, dass die Poren verfeinert sind. Die sehen irgendwie aus wie immer. Ja. Meine Poren sind kleiner geworden. Ja, bei mir nicht. Bei mir sehen die aus wie immer. Und ja, geklärt ist es auf jeden Fall. Also da hat die Maske Wort gehalten. Geklärt ist die Haut. Aber für meine Haut, für eine trockene Haut, würde ich die jetzt wieder nicht empfehlen. Nee.
Das ist natürlich, man sieht es ja jetzt direkt hier zwischen Uwe und mir, von Haut zu Haut unterschiedlich, ist ja klar. Also ich würde sie jetzt für mich nicht mehr holen, aber wenn du damit klar gekommen bist, für dich würde ich sie vielleicht holen, wenn du das gut getan hast. Nur für mich. Ja, ich würde die nicht mehr benutzen, weil ich ein absolutes Spannungsgefühl habe und ich einfach das Gefühl habe, ich muss mir sofort Creme ins Gesicht machen. Und das ist natürlich bei einer Maske, das ist halt das bei der trockenen Haut, dass du nicht alles benutzen kannst, auch wenn draufsteht für alle Hauttypen. Dann hätte ich gerne Maske nur für mich. Ja. Oh, das wäre schön. Du kannst auch deine Männermasken mal wieder benutzen. Ja, komm mal. Die hast du auch nur für dich. Ja, so. So viel dazu, das war die Schemens. Oh Gott, welche hat man da? Feuchtschutzmaske. Nee, das war irgendwie. Mit Heilerde. Am Anfang haben wir sie euch gezeigt. Ja, boah, da ihr könnt gerne das Video nochmal gucken. Ja. Ja, meine Lieben, dann sollten wir jetzt zum Schluss kommen. Ich kann nur sagen, wahrscheinlich sieht es bis hier hinten am Ende keiner mehr. Ich werde es mal im nächsten Video ein bisschen eher erwähnen. Und zwar habe ich in meinen Analytics gesehen, dass über die Hälfte meiner Zuschauer mich nicht abonniert hat. Leute, bitte, bitte abonniert mich. Drückt die Glocke. Drückt die Glocke, damit ihr immer über Videos von mir informiert werdet. Und ja, das kostet ja nichts, Leute. Abonniert mich, meine Hübschen. Dann verpasst ihr auch nichts. Ansonsten, stay strong. Nein, ein Wunder. Aber warum gucken denn über die Hälfte Nicht-Abonnenten meine Videos? Das heißt, sie möchten es ja sehen. Aber ja. Dann bitte Abo-Button drücken und die Glocke gleich dazu. Und natürlich, meine Lieben, teilen, liken, tralala und hoppsasa. Ihr kennt das Prozedere, damit der Algorithmus auch ausliefert. Ja, dankeschön für eure Unterstützung, für euren Support. Bis hierhin sage ich, stay strong, meine Lieben. Lasst euch von nichts und niemanden ärgern. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dahin, liebe Grüße, eure Susi. Tschüss, euer Uwe. Tschüss. Bis dann. Bis dann.